Uttita Kumbhakasana. Luft anhalten in der Rumpfdrehung im stehenden Dreieck. Svenja zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist Stehhaltung. Von hier gibt die Beine auseinander. Nicht ganz so weit wie im Dreieck, aber fast. Dann gibt die Fasse an die Ellbogen hinter dem Rücken. Atme vollständig aus und dann atme ein, halte die Luft an und drehe deinen Rumpf im Uhrzeigersinn. Halte die Luft so lange an, wie du kannst und anschließend bleibe ruhig stehen und atme aus. Dann atme wieder ein, halte die Luft an und drehe in der anderen Richtung. Halte die Luft so lange an, wie du kannst, dann atme aus und wechsle wieder die Richtung. Das kannst du einige Male machen. Dies ist eine der Übungen, die man findet in dem Buch First Steps to Higher Yoga von Swami Yogeshwarananda Saraswati aus dem Niketan Ashram in Rishikesh. Er hat sehr viele dynamische Übungen in seinem Buch und in seinen Kursen, die eine gute Vorbereitung sein können für das ruhige Halten der Asanas. Denn Asana heißt ja eigentlich Stellung. Noch etwas zum Namen dieser Stellung oder dieser Übung. Uttita heißt aufgestanden, aufgerichtet, ausgedehnt. Kumbhaka heißt zwar auch Topf, aber im Yoga kennst du ja Kumbhaka als Atem anhalten. Ist also eine Atemübung im Stehen mit Anhalten des Atems und dabei wird letztlich die Lunge gedehnt, der Brustkorb wird gedehnt und das hilft auch, dass du sonst länger die Luft anhalten kannst. Mehr Informationen über viele Asanas und viele Pranayamas auf wiki.yoga-vidya.de und in der Yoga-Vidya-App.